Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei mal wieder einer Folge Let's Play Ben und Ed Blood Party mit schönen Drinks an diesem Abend und natürlich mit dem Mark Bundy. Ja, was? Yep. Und natürlich der Jump and Run Königin Bibi. Aloha. Die hat gerade Mark Bundy besorgt, also ich meine zumindest hier mit dem Jump. Ach nee, das war ja der Mark Bundy selber, Entschuldigung. Jahrelange Jump-and-Run-Erfahrung. Gut, wo aber müssen wir jetzt hin? Hm, bitte? Na, da runter. Da hin. Wo, da? Da, wo leuchten die Kreise? Hey! Da, wo, da? Du sagst mir schon 100. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das reicht. Ich geh dich weg, ey. Ich geh dich. Oh, guck mal, es geht weiter mit Springen. So, läuft denn alles? Ist nicht gut, was haben wir das hier? Das ist ja wohl. Hey! Du Hühnchen, du Chicken Lover! Oh nein. Okay, das war's. Ja, halt, nee, mit normalem kommst du da nicht hin. Du musst tatsächlich extra springen. Und selbst dann musst du wirklich an die Kante. Ah, gehen. Fick die Hölle. Jetzt habe ich eh gedrückt. Scheiße. Nee, ich habe einen fahren lassen. Was? Also kannst du dich mal benehmen ein bisschen? Das wo ist jetzt ja wohl. Genau. Im Spiel, Mann. Natürlich. Mit. Verdammt. Okay, es geht rechts und links lang. Was war das denn? Bist du gerade über die Lava gesprungen? Also ja. In die Lava? Ja. Cheater. Okay, nach rechts. Scheiße, hätte ich mal nicht gleich respawned, weil meiner hat eigentlich auch nochmal abgegeben. Au, jetzt bin ich unten hängen geblieben. Fly me to the moon. Mortrrrr, yes, MG. We can. Yes, weekend. Ja, Mono. Jetzt muss wirklich einer rechts lang. Ich glaube, weil ich nicht, aber nee, nicht. Es fehlt auch nicht mehr viel. Okay, das war's nicht. Fuck, man muss manchmal warten. Manchmal springt der an der Lava nochmal ab. Jetzt brenne ich. Scheiße. Map. Alter. Was war das denn? Leben. Man kann einmal unten an der Lava auch zur Not abspringen. Die funktioniert auch. Ganz gut sogar. Oh, das ist in der Plattform dann, klar. Die ist funzt. Die ist jetzt fett quasi. Alter, wo Morgus, was machst du denn? Was lässt du hier für Blähungen ab? Die sind nämlich teilweise auch zu weit auseinander. Also ja, ja. Ey, mal geht's dann. Dann fängst du an zu fackeln. Ihr wollt es nicht sehen, was hier kommt. Ihr wollt. Und was ist das denn? Die Tatsache, dass man immer mal wieder unten aufspringen kann, ist relativ praktisch, muss ich sagen. Oh, scheiße. Ja, immer geht's. Scheiße. Na, es hat sogar zweimal bei mir funktioniert. Danach ist aber das Ding breit irgendwann mal. Oh. Ei, Karamba. Das ist übel. Ei, Karamba. Oh, der bringt immer nicht weit genug. Man muss wirklich die relativ nah an Rand und dann. Ah, da kannst du, aber ich habe jetzt paar eben. Ich glaube, das geht auch. Nach einer gewissen Anzahl in der Lava geht's weg. Fängst du an zu fackeln. Genau. Ich dachte bloß eben, kannst du immer, aber nee. Nee. Also ich hatte bei zweimal hintereinander was weit. Oh, fuck. Okay, jetzt hat's dreimal gehalten. Dann war ich kaputt. Das ist schon noch mal eine Herausforderung. Au, jetzt war es ein Bug. Hat's gehangen wieder. Fick die Hölle, das ist aber echt.
ich hier hinten? Nix. Hüppel die, hüppel die. Bringt dir das, Morgus? Nicht. Ich glaub nicht. Ich dachte, das wäre jetzt super schlau, aber nein. Ja, man kann es denken. Ja. Bibi, das ist ekelhaft. Was denn? Ne, das brennt dir schon aus dem Hintern. Hä, ich sehe hier keine Flamme bei mir. Doch, wo du einen Supersprung gemacht hast, hat es ganz schön gebrannt. Ach, scheiße. Nein. Ah, fick die Hölle. Okay, ich dachte, wir hätten den schwierigen Teil schon mit da oben. Ja, das war die Hoffnung. Das dachte ich auch. Komm schon! Scheiße. Ich erreicht. Und das ist schon wieder nicht erreicht. Oh, shit. Man darf halt eigentlich am Anfang nicht zu gut aufrutschen, weil das alles viel später dann bei den beweglichen Plattformen. Nein! Oh. Hab ich immer verpasst. Oh, ja. Nein, schon wieder. Und schon dreimal bis auf dem Weg jetzt verpasst. Boah, ist das fuck, ey. Ist ein das fuck? Es ist fuck. Es ist total fuck. Le fuck? Ist das ein fuck? Ach, kack, das ist doch ein fuck. Scheiße, ich hat's wieder gebackt. Ach, fick die Hölle. Bäh. Na, da kommen wir nicht hin. Mann, da fehlt doch nicht mehr viel. Sei oh, hat so sich gerade zerledert? Das ist ja merkwürdig, Leute. Gutes Spiel. Aber hast du jetzt gerade einen Spawn selber oder was war? Hat mich zerledert. Ist ja merkwürdig. Ich nicht, weil die Richtung. Boah! Jetzt komme ich aber nicht mehr. Ich schaff den Sprung nicht. Ja, aber es ist komisch, dass sich das dann zerlegt, weil. Also ich spring dann einmal auf und hab dann nochmal die Chance. Alter Scheiße, warte mal. Ey, ist das auch heiß? Die vierte Plattform, die krieg ich nicht. Guck mal, jetzt geht ein Lover. Okay, jetzt brenne ich. Nein! Yes! Perfekt. Na, oh, ich hab einen Trick, Leute. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Warum schaffe ich den Sprung? Soll ich euch mal einen kleinen Trick zeigen? Ja, Trick mal. Was super, aber wir müssen erstmal bis zu diesem Kack-Ding kommen, ne? Dann bist du im Beweglichen oder was? Genau. Genau das meine ich mit dem Kack-Ding. Es gibt mehrere bewegliche sogar. Das sind ganz viele bewegliche Plattformen am Ende und dann kommt. Okay. Oder zumindest ein neuer Checkpoint. Komm da nicht rüber, ich zieh da nicht rüber. Scheiße. Ah. Und jetzt hoch, ja. Hä, aber wieso brennst denn du da gleich? Manchmal ist es irgendwie, weiß nicht, random, wie schnell du brennst. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich schaff's doch nicht immer bis darüber und dann da zumindest nicht. Okay, jetzt komm ich hier gar nicht mehr hoch. Okay. Warum geht denn meine Sprungtaste nicht mehr jetzt? Ja, meine hat auch gerade gezickt. Schade. Na. Ah, ich habe eine Idee. Mann. I'm burning. Down the street, I'm burning. Ich flimmack hier. Na, auch nicht. So, komm schon, das müssen wir jetzt. Das musst du jetzt hier, das ist doch aber, das kann doch nie. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob das das Ziel ist oder immer noch ein Checkpoint.
Jetzt ging meine scheiß Taste nicht. Warum geht das nicht? Verdammte Pupskacke. Wo ist der jetzt hin? Geradeaus, weiter. Sag, ich verstehe die Frage nicht. Da, links. Auf dem Würfel da? Ja, links auf dem Würfel, du. Ach, fuck, ich war relativ weit bei den beweglichen, aber unter einem hin. Achso, na, es geht links oder rechts weiter tatsächlich. Beide Wege funktionieren. Links hast du mehr Plattformen, rechts hast du weniger. So, Cheating Papa macht wieder was hier. Übrigens, dort wo es nicht glüht, kannst du bis jetzt springen. Also zumindest sah es jetzt so aus. Seht ihr die Flächen, wo es nicht glüht? Zum Beispiel. Die großen? Oder die kleinen? Da. Die große, ja. Das funktioniert, ja. Bis jetzt? Bin hier noch nicht angefackelt. Oh, fick, da steht Checkpoint. Ja, dann ist das nur in Anführungszeichen. Das Problem ist, du kommst da, Boni, wenn du jetzt auf die Lava gehst und dann einen starken Sprung machst, schaffst du es gerade so nicht. Also musst du auf irgendeinen Stein dann hucken. Aber ihr könnt schon mal bis wo ich bin, ne? Also bis jetzt überlebe ich, bin noch nie angefackelt. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Dann kannst du doch mal rechts lang probieren, wenn du willst. Und morgens, wie gesagt, dort, wo es nicht glüht, da könnt ihr drauf. Also bis jetzt überlebe ich. Ich hüpfe gerade hier die ganze Zeit rum. An den Stützen und so, da hast du unten noch ein bisschen, was so aussieht wie getrocknete Lava, da kannst du rumhoppen. Fackelst du nie an. Oh komm, schaff doch mal den Sprung. Aber wieso verreckst du dann immer gleich? Manchmal denke ich, es ist ein bisschen random. Wenn du die Lava erwischst, tut es dann random ja, Sachen. Aber es okay. Ist ja bei ihm ständig, dass er nicht überlebt. Fuck, okay. Ich hab ne Idee, Jungs. Und Mädels, Entschuldigung. Komm da nicht hoch? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wo kommst du nicht hoch, Markus? Warte mal dort davor, wo du nicht hochkommst. Ach, scheiße. Bei der dritten Plattform. Ne, vierten Plattform ist das. Warte mal, bist du das, Markus? Nimm hier, warte mal. Ja, mach mal. Wo du nicht weiterkommst, wartest du mal bitte. Weil ich hab ne Abkürzung. Ich kann ja sonst noch mal kurz hochkommen. Nein. Okay. Bist du schon am Checkpoint oder was? Vielleicht. Echt jetzt? Wie hast du das gemacht? Ich bin auf die große, nicht schädliche Plattform, so wie du es rausgefunden hattest, und bin danach wieder auf die beweglichen drauf und hab's irgendwie richtig abgepasst. Bin gegen die Säule. Also auf der Säule sind auch noch mal so die Plattformen. So, jetzt Säule. Die Plattform schaffe ich nicht. Warte. Oh, bei mir geht die Taste manchmal nicht, ist bescheuert. Ja, wenn du aimer machst, sie nicht aus. Na, aber doch, bei er stirbt ja da ständig, das ist ja das Merkwürdige. Aber jetzt, ich aber jetzt auch, fliegt die Hölle. Ja, kannst vergessen, komm ich nicht. Aber hast du es mal rechts lang probiert? Ich komme ja nicht mal bis dahin, wo ich rechts wählen kann. Ich kann nur... Oh, fick die Hölle. Ich kann... Hast du bisher einmal geschafft, bis dahin zu kommen. Reicht wieder nicht. Aber du verbrennst gleich, das kann doch nicht sein.
Warte, ich warte auf dich hier. Ich verstehe es auch nicht. Aber du bist gleich tot, das ist doof. Oder probier das mal mit dem kurzen Sprung, dass du nicht vorne irgendwo kleben bleibst, sondern... Dass du eh mal kurz in Lava ditcht. Ja, ich bin dabei. Mal probieren. Nein. Du gehst gleich tot? Ja, du. Da, ich schaff das gar nicht bis darüber. Nein! Fly me to the moon and back. Ich hab die vierte Plattform nicht. Das ist tatsächlich ein Bug, also entweder bei Markus oder bei uns. Wir können auf der Lava springen hier nicht. Aber kannst du da vorne irgendwie in der Lava eh mal ditchen? Nee, kann er gar nicht. Jedes Mal, sofort, hab's ja gerade auch probiert. Schon beim ersten Aufschlag in der Lava ist bei ihm sofort Schluss. Bei ihm springt der nicht ein einziges Mal in der Lava ab. Baby, das musst du schaffen. Dann wäre ich auch nicht bis dahin gekommen. Ich bin nur dadurch, dass ich zwischendrin immer wieder einmalig auf der Lava aufditchen konnte, durchgekommen. Von allein hätte ich das auf gar keinen Fall geschafft. Das ist einfach auch Buggy Bug. Weil da gibt's Stellen, da kann man meiner Meinung nach gar nicht lang springen. Nicht verzagen, das müssen wir schaffen irgendwie. Das ist so einfach. Das halt wirklich, irgendwie muss es eine Lösung geben. Ich überlege gerade, ich gucke da weiter mal. Spring mal hier rum und guck mal nach einer Lösung. Das ist halt, wenn nicht in der Lava. Ist denn das rechts? Kannst du da mal rechts springen? Probier mal rechts. Anfangs besser, aber dann hast doch, du doch, probier mal rechts bitte. Jetzt hast du es, jetzt kannst du auch abkürzen. Warte, ich komm. Warte. Na, unter der Voraussetzung, dass er da nicht auch in Flammen hat. Ja, jetzt gehe ich in Flammen. Dort an dem rechts, an diesem Dings da. Warte, ich zeig's dir. Da kannst du drauf gehen. Ja? Hier unten gibt diese. Siehst du das, wo ich drauf hüpfe? Ja. Das scheint relativ fest zu sein, dass ich. Brennt diese Flächen. Oh, das ist so unfair! Flasht. Das war zu tief. Hey, ich war's ein, ey. Oh, ich fass das nicht. Alter, ist ein Grafikbug. Dein, Der hält's in der Hand bei dir. Na, bei dir ist der ungefähr. So 2 Meter hinter dir und 8 Meter unter dir. Sag mal, 3 Meter hinter dir. Also bei dem, was ich bei dir sehe, springst du mit den Füßen und hältst das Ding gerade nach oben vor dich. Das funktioniert aber dieses Abspringen nicht mehr. Doch, jetzt. Jetzt halte ich auch gerade nach oben. Alter, was ist denn das? Da sind übrigens Herzchen auch abgebildet auf den Dingern. Süß. Jetzt halte ich so nach oben. Geil. Nein! Oh, jetzt fackel ich auch.
Es nervt mich, dass diese Kreuzsprung, diese Starksprung-Taste nicht funktionieren. Ja. Manchmal geht's ja, und manchmal geht's nicht. Wird noch ab einem Zeitpunkt frustrierend, an dem man es gar nicht mehr gedacht hätte. Du musst irgendwie zum Turm kommen. Aber dass er mich jetzt getötet hat, das finde ich auch übelst mies. Na, weil der Sprung zu tief war, ne? Deswegen bist du gerade gesplashed. Ja, aber ich habe ja das Ding noch unter mir und sonst haben wir noch viel tiefere Sprünge geschafft. Ah. Ja, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Fly me to the moon. So, du bist rüber bis zum anderen Dings, oder was hast du gemacht? Hä? Du sollst dich schon vormachen. Michael hat mich schon abgegeben. Nee, bin ich nicht. Alles gut. Genau, und von da habe ich es irgendwie geschafft, über die sich bewegenden Plattformen zu einem Checkpoint zu. Das war auch nicht ohne Glück. Da muss man zumindest nicht so viele mitnehmen, wie durch. Nein! Das ist mir auch passiert. Gegengeditscht und doch. Der Marco sieht aus, als wäre er ziemlich weit gekommen. So, und jetzt? Warte, wo bist denn du? Im Turm, bei einem der Türme. Ich komm mal kurz hinterher. Rabatt. Jetzt ist er weiter. Warte, siehst mich! Ah, hier ist. Wenn du es schaffst, hier rüber zu kommen, die Frage ist, ob du es schaffst, wenn du sofort brennst. Gottes Willen, ich muss über die Würfel. Ja, und hier ist eben ein Zwischenpunkt, wo ich bin. Da könnte man erstmal Pause machen. Wenn du sofort Flammen aufgehst, wenn du schon aufkommst bei dem normalen, dann könnte das für dich schwieriger sein als. Oh, ja, genau. Fuck das. You, ey. Fuck you. Echt. Auch nicht, ich habe gerade geguckt von einer zu einer, aber was funktioniert. Genau, ich weiß wieder, also wenn du nochmal bis dahin kommst, ich wieder guck, Weg für dich ist. Und das bis zum nächsten sauberen Punkt hier. Zählt dir das wieder nach oben? Ja. Und hätte ihn fahren lassen. Oh Mann, du Trottel! Gib dir Mühe! Geben Sie sich Mühe! Wie auch immer! So, jetzt bin ich mal auf der Seite. Scheiße! Mann! Das ist doch mal klappt. Es ist ungleich schwerer, wenn man nicht unten zwischendrin auf. Kann, das macht so cool. Oh nein, das ist weggenommen, oh nein. Oh, fick die Leute. Der Michael guckt auf seinen Aufweis. Ich war vom Ziel. Komm. Geht doch nicht mehr viel. Geh mal kurz pinkeln und ansonsten warte ich an dem Punkt, an dem du dich und dir es weitergeht. Komm. Oh. Nein, jetzt bin ich hängen geblieben. Oh, ich geh die Rede. Was sollst du machen, ey? Ja, du hast es ja auch schon ein paar Mal geschafft. Ja, oh Mann. Ach, keine Ahnung. Mit Glück, ja, ich weiß es. Ey, die Bibi hat geschiedet, die will uns bloß ihre Schieds nicht verraten. Nee, das ist ja gar nicht wahr. Aber wie gesagt, das ist so wie das. Würde ich das nicht hinkriegen, muss ich ehrlich sagen. Bitte? So wie es bei Markus ist, würde ich das auch nicht hinkriegen, wenn nicht zwischendrin aufkommt. Markus hat gerade geweint. Alter, Walter Markus, das ist ja wohl. Eine feuchte Story hier. Ich bin ganz oft zwischendrin aufgeditscht.
Achso, hier kann man einen anderen. Nee. In den vorne. So. Aber wie hast du es geschafft darüber? Die sind doch auch weit weg, diese Vierecke, oder? Moment. Abpassen, rot ja. Und dann hätte ich noch springen müssen. Und wenn man lange genug überlebt, kann man noch 100 Mal hier durch die Gegend springen, bis man auf. Okay. Kommt oder auch nicht. Also, du überlebst aber lange. Ja, und dann von rot aus mal verspringen. Also, ja, bei mir hat. Boah, ist das unfair, ey. Also, wenn Markus jedes Mal stirbt, wirklich, wenn er auf der Lava aufkommt und. Also, würde selbst ich das von seinem Computer aus nicht schaffen, weil ich ja hier... Weil ich bin gerade auf der Plattform beim Turm aufgekommen und bin trotzdem verbrannt. Wie kann das denn sein? Ah, okay. Also ich muss schon massiv hier auf den Turm springen, um hier weiterzukommen. Also, vielleicht ist der Bug auch nicht bei Markus, sondern bei uns. Hab ich so gedacht, dass der Lava bringen kann. Sollte man eigentlich sofort verbrennen. Ja, sehr gut. So, und jetzt hast du hier, der, da musst du einmal wirklich mit der Extra-Taste nochmal den Block fest. Ja. Und dann nochmal Sprungtaste, die gerade bei mir nicht funktioniert hat, hier hinter auf die. Okay, okay, mach du erstmal. Alter, jetzt halt das Ding wieder nach oben. Genau, und jetzt. Na ja. Ah, ich weiß, was du meinst. Also du brauchst halt in beiden Fällen die Sprungtaste, weil du so... Alter, ist ekelhaft. Und dann bist du erstmal in der Zwischen-Safe-Zone, kommst relativ nah dran und dann ist aber das Problem, dass... da kommt eine... auf die Lava zu... Obwohl... Warte, ich fackel da auch gleich beim ersten Mal ab, ey. Das gibt's ja nicht. Wenn du es hier hinter schaffst, Michael, hier auf den Safe Point, direkt vor dem Checkpoint, ja, dann ja. Schaffst du es mit der Sprungtaste auch tatsächlich ganz nach oben. Hä, hab ich letztes Mal wohl nicht. Wo soll ich jetzt hin? Ich hab's schon probiert, so, okay, da probier ich nochmal. So, jetzt kommt das Schwierige für dich. So, ich kann es bei dir versuchen an deinem Computer. Du musst die über die Plattformen im Optimalfall zumindest bis zu der Zone hier hin oder direkt hier rechts oben an den Checkpoint. Und nee, das ist, ja, das ist bei dir halt super schwierig. Ich kann, also ich habe es gerade schon mal geschafft im Testlauf. Ich kann es bei dir am Computer versuchen, wenn du mich bis zu der Plattform hier vorne bringst. Da hast du es ja drauf. Aber auch ohne Gewehr. Na, ich glaube so langsam. Ich teste das gerade ein bisschen aus. Von da aus rüberzukommen. Nein! Mann! Das hab ich gerade zerlegt, hab ich gesehen. So, weil auf den Safe Zones scheint man so klar zu bekommen. Das heißt, ich muss. Nur ein bisschen hinterbringen und dann können wir hochspringen. Schon. Hier her und dann das nächste. Na, geh mal ansonsten bis dahin. Ich hab's. Ich glaube, ich hab den Bogen raus. Von da aus hinter. Ich hab die grüne. Und hinter auf die nächste grüne runter. So, wieder. So, und jetzt?
Genau, und jetzt nicht auf das Ding an der Säule springen, sondern ja, wirklich direkt Sprungtaste drücken und dann kommst du hoch genug. Sicher? Ja. Ich hab's ja gerade schon dreimal geschafft. Oh, hast recht. Oh, fick die Hölle. Markus bringt mich jetzt nochmal bis zu der Freifläche und dann die letzten Meter über die beweglichen. Ich gehe mal kurz pinkeln. Warte mal. Ich würde sagen, die Folge ist derweil zu Ende. Während ihr das probiert, warten bis der Markus dann hier ist und dann machen wir die nächste Folge, ne? Okay. Okay, dann würde ich sagen, Michael Cooper sagt ciao. Ciao. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Was sollen sie dann machen, Bibi? Bibi? Okay, strullen gehen. Marc Bunny, du schaffst das. Ist halt scheiße, dass du bei jedem Dings in der Lava. Aber wir schaffen das. Zusammen kriegen wir das durch, okay? Jojo. Also. Ich bin ganz hart dabei. Der Marc Bunny macht das dabei und meldet uns wieder, wenn der Marc Bunny hier am Checkpoint ist. Ne? Wenn ihr nichts verpassen wollt, aufs Glöckchen klicken und ansonsten. Cut it out. Cut it out.